In der Bibel steht, du sollst nicht lügen, die 10 Gebote. Doch wie halten wir es eigentlich mit der Wahrheit oder der Ehrlichkeit? Eine Lüge ist ein Vertrauensbruch, der nur schwer wieder gut zu machen ist. Das ist so. Es gibt aber auch eine Ehrlichkeit, die harsch und selbstgerecht daherkommt. Nach dem Motto, man wird doch wohl noch mal die Wahrheit sagen dürfen. Ey, das Oberteil, das du da anhast, sag mal, gibt's das auch in deiner Größe? Den Post, den du da letztens abgesondert hast, da ist aber noch Luft nach oben. Wir kennen sie alle, das sind Menschen, die ihrer eigenen Meinung einen so hohen Stellenwert einräumen, dass sie sie gleich allen und jedem um die Ohren hauen. Darf man das? Darf man nicht. Weil wer bin ich eigentlich, dass ich denke, dass meine eigene Meinung die Wahrheit ist. Und ich darf sie auch nicht gleich allen und jeder und jedem um die Ohren hauen. Vielleicht schadet sie ja sogar und verletzt. Ich denke, die Wahrheit ist eine Kategorie, die Gott gehört. Und wir Christinnen und Christen sagen, dass Jesus für uns die Wahrheit ist. Und Jesus hat einmal gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Synonym könnte man jetzt dafür sagen, die Liebe wird euch frei machen. Wer Angst hat vor Strafen, für den ist die Lüge immer der einfachste Ausweg. Ich denke an mich als kleinen Jungen, da ist der Ball auf einmal im Schaufenster gelandet und für den Bruchteil einer Sekunde habe ich überlegt, abzuhauen und alles abzustreiten. Doch dann habe ich an meine Mutter gedacht und ich wusste, gut, die wird jetzt nicht begeistert sein, aber ich bleibe trotzdem noch ihr Junge und sie hat mich trotzdem weiterhin lieb. Und später wurde es dann noch viel existenzieller. Dann bin ich zu Mama gegangen und habe ihr gesagt, dass ich schwul bin. Aber ich wusste, wenn das keine Lüge ist, die wir hier die ganze Zeit gelebt haben, dann wird sie mich auch trotzdem und immer noch lieb haben. Und genau so war es ja. Ich wollte sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Ehrlichkeit und Wahrheit. Und am wichtigsten ist, dass wir liebevoll miteinander umgehen. Das könnte zum Beispiel so funktionieren. Wenn dir dieses Video überhaupt nicht gefallen hat und du mich heute langweilig fandest und mir trotzdem schreibst, dass das ganz nett war und das eine kleine Lüge ist, dann bin ich dir überhaupt nicht böse. Ganz im Gegenteil.